Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es eine kleine Nachreichung. Ich wollte dieses Video eigentlich schon vor einer ganzen Weile, und zwar eigentlich vor schon fast 2 Wochen veröffentlichen, kam aber nicht so recht dazu, weil ich gerade auch relativ gut ausgelastet bin, was ihr eben auch deswegen bemerkt, weil es im Moment so wenig neue Videos hier auf dem Kanal gibt. Jedenfalls war ich vor einer kurzen Weile auf der Smart Country Convention. Das ist eine jährliche Konferenz und Messe rund um Smart City-Themen, aber eben auch übergreifend auch für das ländliche Gebiet, deswegen Smart Country. Diese Veranstaltung war 3 Tage lang im City Cube Berlin und hat eben an jedem Tag nochmal so ein besonderes Thema mit beleuchtet. Am zweiten war es natürlich Energy. Und genau an diesem Tag war ich da auch vor Ort. Ich blende euch hier mal ein paar Videos ein. Unter anderem gab es da nämlich ganz spannende Vorträge. Direkt die erste Keynote war vom Geschäftsführer von PowerCloud. PowerCloud ist ja so der junge Wilde unter den ERP-Systemanbietern der Energiewirtschaft. Und hat es eben jetzt tatsächlich über die letzten Jahre hinweg es geschafft, relativ viele Kunden, Endkunden auch dadurch natürlich in das eigene System zu holen. Und anderem gab es ja Pressemitteilungen, dass natürlich die NBW jetzt in diesem Jahr final alle 3 großen Systemmandanten auf PowerCloud umgezogen hat und dort auch nochmal eine eigene, ja, praktisch Tochterversion von der PowerCloud, ein eigenes Derivat praktisch eröffnet hat. Der Kollege von PowerCloud hat also vor allem dort Dinge erzählt rund um Agilität in der Energiewirtschaft, etwas, was es nicht gibt. Da sage ich auch als Unternehmensberater und Seminartrainer ganz klar, es gibt zu wenig Bewegung, zu wenig Bewegungsbereitschaft auch ganz oft in den Häusern der Energiewirtschaft. Nachdem gab es dann noch weitere Vorträge rund um zum Beispiel die Etablierung von 5G und die Bedeutung von 5G für die Energiewirtschaft, ob das jetzt so der große Bringer ist oder ob man mit LTE, praktisch mit 4G immer noch gut arbeiten kann. Und schlussendlich wurde auch da gesagt, naja, 5G ist dann wichtig, wenn wir eine richtig tiefe Durchdringung mit mehr Sensoren, mehr Aktoren, mit Smart Metern und so weiter haben und deswegen eine richtig gute Mobilfunkabdeckung wichtig ist. Gleichzeitig weiß ich aus meinen Projekten und aus Gesprächen mit verschiedensten Anbietern und zum Beispiel auch Kollegen, die in Smart Meter Projekten sitzen, dass eben genau die Abdeckung mit zum Beispiel Mobilfunk ein riesiges Problem ist bei der Fernauslesung der Smart Meter, weil eben nicht alle mit einer Breitbandverbindung ja praktisch zum Internet kommunizieren können und damit zum Gateway kommunizieren können und weil Powerline, also Kommunikation über das Stromkabel, auch nicht immer gut funktionieren. Sind die Mobilfunkverbindung eigentlich fast schon das Wichtigste überhaupt? Und wie wir alle wissen, in Deutschland ist das nicht überall gegeben. Wir erinnern uns an das tolle Statement, dass LTE nicht an jeder Milchkanne oder 5G nicht an jeder Milchkanne vorhanden sein muss. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist Bullshit. Und anderem gab es dann noch einen Vortrag von Energy Consulting. Energy Consulting deswegen auch interessant, weil Energy ja nun in der E.ON aufgehen wird und dementsprechend wahrscheinlich auch irgendwann E.ON Consulting heißen wird. Die machen aber eben auch tolle Beratungsprojekte rund um Smart City-Ansätze, sind aber relativ breit aufgestellt und haben da auch ein bisschen was erzählt darüber, wie ja natürlich auch Kommunen und dementsprechend nicht nur die Stadtwerke selbst, sondern natürlich auch die Verwaltung da herum sich schwer tut, intelligente Ansätze für Daseinsvorsorge und Co. zu finden, aber wie man das eben von draußen super unterstützen kann, das ist ja auch mein Reden. Ich selbst biete das für Stadtwerke, vor allem hier in Mitteldeutschland, auch explizit an. Jedenfalls war ich dort, das war ganz interessant, das war ganz spannend, man hat tolle Vorträge genießen können, hat ein paar interessante Stände sich anschauen können. Vor allem aus technischer Sicht ist sowas natürlich auch immer sehr interessant. Dann war ich am Tag darauf auch schon auf dem TEGA-Forum. Das TEGA-Forum ist das Forum der Thüringer Energie- und Green Tech Agentur. Wir haben in Thüringen also unterhalb des Umweltministeriums eine Energieagentur. Und die veranstaltet jährlich ein Forum, wo es Vorträge gibt und eine Begleitmesse. Da war ich natürlich als, ja, Aussteller auf eben genau dieser Messe unterwegs. Wie das eben so ist bei einer Begleitmesse, die meisten Leute wollen eigentlich, wenn sie da rumlaufen, was essen, was trinken, sich unterhalten. Aber über den Tag hinweg habe ich genau die Gespräche geführt, die ich auch sprechen wollte. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Jetzt folgen die nächsten Termine in dem großen Beratungsprojekt rund um die Marco 2020-Einführung für bestimmte Kunden. Das ist einfach ein absolutes Dauerthema, wie ihr es ja hier auch auf dem Kanal so seht. Jetzt kommen auch wieder mehr Videos. Ich versuche jetzt wieder wöchentlich 3, 4, 5 Videos zu veröffentlichen. Ich hoffe, ich kriege das dauerhaft hin. Die Podcasts starten wieder, die Blogbeiträge starten wieder. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit freischaufeln können. Und letzte wichtige Info.
Ich habe letztens ein Video zur E-Word gemacht. Ich bin angemeldet, Energiewirtschaft einfach. Das heißt, meine liebe Kollegin und ich sind auf der E-Word in der Halle 4 im Innovation-Bereich, Stand 619, Stand 4-619. Da findet ihr uns, da findet ihr Energiewirtschaft einfach. Wenn ihr Studierende seid, am dritten Tag kommt ihr dort kostenlos hin. Einfach mal nachschauen bei der E-Word. 11. bis 13. Februar in Essen. Wenn ihr aus der Energiewirtschaft seid, kommt vorbei. Kommt an den Stand. Wir haben super spannende Themen. Wir haben nicht nur solche Videos, wir haben Online-Kurse, wir haben E-Books. Ihr bekommt dort vor Ort auch ausgedruckte Versionen unserer E-Books. Und wir haben tolles Merchandise. Und wir reden mit euch darüber, wie wir euch rund um die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft, Energiewende, Digitalisierung und vor allem die Mitarbeiterentwicklung begleiten können. Kommt vorbei. Das war's für heute. Like das Video. Habt ihr allgemeine Fragen, auch die gerne jederzeit in die Kommentare. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.